2 der ITR-Testfahrten auf dem Hungaroring. Kilometer sammeln für den Erfolg. Nur wer perfekt vorbereitet in die neue Saison startet, wird mithalten können beim wohl stärksten Teilnehmerfeld aller Zeiten. Gleiche Autos, 3 Hersteller, nur Top-Fahrer. Von daher glaube ich, dass das Niveau extrem hoch ist. Wir haben vielleicht 5, 6, 7, 8 Fahrer, die dieses Jahr Meister werden können. DTM ist für mich die Serie, die am meisten Fahrerniveau hat. Jedes Jahr ist hart. Wir haben letztes Jahr schon gesehen, dass die DTM immer enger wird und das wird auch dieses Jahr so sein. Insgesamt 7 ehemalige Champions starten 2014 in der DTM. Die glorreichen 7 und alle haben das gleiche Ziel: Jubiläumsmeister in der Jubiläumssaison. Die meisten Titel vereint dabei Audi. Insgesamt 5 Meisterschaften fuhren Matthias Ekström, Timo Scheider und Mike Rockenfeller für die Ingolstädter nach Hause. Vergangener Erfolg bedeutet aber nicht automatisch auch Erfolg in der Zukunft. Ich glaube, das Starterfeld ist sehr, sehr stark, sehr homogen. Ich schätze 10 Jungs dazu ein, Rennen zu gewinnen und vielleicht auch einen Titel mitzufahren. 15 für Rennsiege, so in Summe würde ich mal meinen. Am Ende, wenn du es schaffst, 10-mal in die Punkte zu fahren, dann bist du Meisterschaftskandidat. Das heißt, perfekt vorbereitetes Auto, 0-Fehler-Job bei Fahrer und Team. Ich glaube, das ist dann das Rezept, um am Ende ein Teil oder einer von denen zu sein, die im Titel mitfahren können. Ja. Bei BMW heißen die ehemaligen Champions Bruno Spengler und Martin Tomczyk. Der Triumph nach dem Wiedereinstieg 2012 unvergessen und macht Lust auf mehr. Dazu benötigte es die ein oder andere Veränderung teamintern. Ja, dieses Jahr starte ich fürs BMW-Team Schnitzer, was mich natürlich freut. Das bayerische Trio mehr oder weniger haben wir jetzt am Start, aber ganz klar waren die Resultate einfach nicht so, wie ich sie mir erhofft habe. Und da war der Schritt jetzt naheliegend, dass ich eben auch einen Teamwechsel mache, um einfach mit neuen Schwung anzufangen. Und ja, ich freue mich drauf und hoffe natürlich, dass wir das auch in Resultate dann auf der Strecke zeigen können. Die große Unbekannte, Mercedes-Benz. Die letzte Meisterfeier liegt bereits 4 Jahre zurück. Damals krönte sich Paul Di Resta zum ersten schottischen DTM-Champion. Für Gary Paffett liegt der Titel sogar schon 9 Jahre zurück. Es wird Zeit, mal wieder ganz oben zu stehen. Es ist schwer zu sagen, es ist noch ein bisschen früh. Wir spulen gerade unser Testprogramm ab und wir müssen noch herausfinden, wie wir das Maximum herausholen können. Wir hoffen stark, dass wir um die Meisterschaft kämpfen werden. For the championship. Bislang hat Audi die Nase vorn. Am zweiten Testtag beeindruckte vor allen Dingen Nico Müller mit der Tagesbestzeit, gefolgt von Markenkollege Matthias Ekström. Ein Rookie und ein Altmeister geben also den Ton an, im wohl stärksten Teilnehmerfeld aller Zeiten.